da sind wir im Migros im Zürich Oberland. Und die Stadt ist mit der Samariterpolizei, um uns zu zeigen und ein bisschen Leute zu suchen, Mitglieder zu suchen. Wir haben hier Öffentlichkeitsarbeit entstanden, die wir jedes Jahr machen mit unseren Partnerorganisationen. Hier sind die Ranger, die Samariter und die Rettungsschwimmer. Wir sind in Wetzikon und haben einen Präventionsanlass, wo wir versuchen, den Leuten einen Denkanstoss zu geben, dass sie sich eben auch sicher im auf dem und am Wasser bewegen. Offen ist die Veranstaltung für jeden, der hier den Merit dort besuchen. Wir haben heute sehr viele Familien gehabt, aber auch Einzelpersonen, die sich für die Themen am Pfäffikers interessieren. Wir sind mit vielen in der Pöpp-Festival, Stadtfest, alles was gehört, Sportanlass, Eishockey-Match. Wir haben hier einen guten Treffpunkt, wo es viel Publikumsaufkommen hat. Und das macht uns einfacher, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Highlights ist natürlich der Kontakt zu den Besuchenden oder natürlich auch zu den kleinsten Gästen, aber natürlich auch zu den älteren Gästen, die immer wieder etwas lernen können über den Pfäffikersee. Grundsätzlich sind wir alle eigentlich da, dass man den Leuten etwas Sinnvolles, etwas Wichtiges mitgeben kann, wo ihnen aber jetzt in unserem Sinne das Überleben kann sicherstellen kann. Wir arbeiten zum Teil mit der Polizei zusammen. Die Samariter sind sogar innerhalb des SRK unsere Schwesterorganisation. Also da gibt es durchaus auch Berührungspunkte außerhalb von Wetzikon. Ja, momentan ist es noch ruhig bei uns mit Terrorlagen, aber ich weiss natürlich nie. Ja. Wir sind vorbereitet und trainieren das auch regelmässig, um solchen Sachen entgegenzuwirken. Die Quagga-Muscheln sind bei uns am Pfäffikersee noch nicht festgestellt worden. Dabei handelt es sich um eine invasive Art, die im Ökosystem erheblichen Schaden zufügen können, wie man am Bodensee gesehen hat. Grundsätzlich denke ich, wissen viele Leute, was eben die 6 Fluss- und Baderegeln eigentlich aussagen. Nur vielleicht denkt man dann in dem Moment, wo man ins Wasser geht oder ans Wasser geht, dann gar nicht mehr dran. Darum, unsere Message ist eigentlich, hey, nehmt die Regeln führen. Wenn ihr ans Wasser geht, schaut, dass ihr einhalten könnt, damit eben aus dem Badespass ein tragisches Ende resultiert.